Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So Leute, heute werden wir wieder das Unerwartete weitermachen, würde ich sagen, Leute. Schauen wir mal, was heute so passiert in der neuen Aufnahmesession, Leute. Der Sturm, Alter. Ich glaube, Enz, Leute. Sie hat ein bisschen Zweifel, kriegt sie jetzt, Leute. Die kriegt ein wenig Zweifel, glaube ich, ob es wirklich so ich glaube, die hat Zweifel, irgendwie, Leute. Muss ich glauben. Glaube ich, irgendwie, Leute. Sozusagen, ich glaube, ja. Könnte ich mal vorstellen, Leute. Dass sie Zweifel hat, irgendwie, weil es war schon. Bei der letzte Mission, die wir gemacht haben, und wo sie sich widersprochen hat gegen ihn, könnte ich mir echt vorstellen, Leute, dass da irgendwas noch losgetreten wird. Das denke ich, aber wir werden jetzt in den Wechsel des Unerwarteten, bin immer gespannt, was jetzt unerwartet kommt, Leute. Was jetzt passiert, Leute. Bin ich mal ganz Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Treten! Okay, wow. Ich habe das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Ja, weil wir sind jetzt gejagt, die Leute. Das ist jetzt das Problem, Leute. Wir sind jetzt, wie es aussieht, Leute, gejagt. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Okay, Leute, es sind viele Leute. Los! So, mal gucken, was wir jetzt haben. Schauen wir mal, Schild könnte man machen. Stürme, Nahkampf, was haben wir denn so? Könnte man eigentlich auch machen, Leute.
desertiert und wir sollen ihn finden. Sie schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Wow, das war jetzt nur gut, Leute. Das war muss sehr schön gemacht. Du musst was hacken. Das war jetzt optimal. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Ja. Auf mein Zeichen. An den Kampfläufer kommen sie nicht vorbei. Okay, Leute, es war optimal. Einmal hacken, bitte. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Genau, sitzt. Inferno ist auf Sektor 2B entkommen. Rückt alles zu Sektor 9F vor. Hacken! Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Okay, wow. Das Ding. Warum hält man? Ich verstehe aber nicht, warum es nicht funktioniert hat, Leute. Das stehe ich jetzt mit, Leute. Damit sollten wir es wenigstens bis zur Luftabwehr schaffen. Mir nach, leiser. Verstanden, Kommandant. Okay, Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Gefahrenanalyse. Elektroschock, mach schon. Ja, aber wir händen.
ganz wichtig. Okay, bleib mal ein bisschen aufpassen. Okay, zum Glück haben wir das mit den Explosionen gerade gemacht, Leute. Suche nach Gegnern. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Suche nach Gegnern. Haben wir die alle schon. Das ging aber gut. Wer hat. Hat er denn? Hat. Okay. Dann hat er die wahrscheinlich, wie es aussieht. Ach, nicht schlecht, Leute. Alex kapert mir einfach mal so ein. Boah. Hey, wir haben wieder imperialen Funk. Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hask wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie noch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Scoutläufer! Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Ganz ruhig, Leute. Alter Schwede, nicht so. Ja, die haben wir. AT-AT, von links. Wir haben es fast geschafft.
Arbeit, Commander. Ganz ruhig. Unsere Besatzung wird angegriffen. Oh nein, nein. Schafft, Leute. Komm schon, los! Bring uns hier raus! Schon dabei! Alter, wir sind jetzt ein Abgestoßener, Leute. Alter, wir haben es gepackt, aber... Jetzt wird's heftig, Leute. Admiral Versio. Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich. Oh, aber die Tochter nicht, Leute. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Ah, er ist der Nachfolger, Leute. Er ist der Nachfolger von uns, Leute.
Alter, jetzt werden wir gejagt, also, Leute. Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Okay. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Aber sie weiß es, glaube ich, auch nicht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Wow. Kontaktiert sofort den General. Wow. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Okay. Was war das? Eine schlechte... Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.